Hallo Leute, ich bin's wieder, euer History Badger. Und ich begrüße euch nach knapp 6 Wochen wieder zu einem War Thunder Video. Und ich sollte aufhören, so bescheuert zu reden und mich bescheuert zu verhalten. Ja, 6 Wochen war ich weg. Das war nicht geplant. Es war nicht etwas, was mir mal in den Sinn kam, einfach mal Pause zu machen. Es war, weil mein Laptop schon 3 Jahre alt ist und der, nicht die Speicherkarte. Boah, ich hab's doch vorhin noch gewusst. Boah, leck mich am Arsch. So schnell. Jedenfalls, hat mein Laptop dann kurz Tschüss gesagt. Ich habe das aber an einen Freund oder habe ihm das gezeigt. Der hat sich dann bereit erklärt, das zu reparieren. Und das hat er auch gemacht. Ich danke dir dafür nochmal, Max. Ich vergesse es nicht. Ich schulde ihm zwar auch was. Das habe ich auch nie vergessen. Das werde ich aber auch nachzahlen. Und Arbeitsspeicher ist kaputt, genau. Hat sich verabschiedet. Und leider damit auch das Zwergenvideo, was ich, als es passiert ist, versucht habe hochzuladen, ist auch futsch. Sagt, es ist nicht einfach futsch, weil auch der Arbeitsspeicher weg ist, sondern weil ich auch das System versucht habe wiederherzustellen mit der Hoffnung, dass es damit klappen würde. Es hat nicht geklappt, aber die meisten Sachen sind trotzdem da gewesen. Und ja, da habe ich mir dann gedacht, komm, Zwerge wären sowieso fast vorbei gewesen. Und ich habe auch keinen Bock, das jetzt nochmal durchzuspielen, weil das müsste ich, weil die meisten Spiele waren... Einige waren noch auf dem alten Stand, wie kurz bevor. Die meisten musste ich aber so neu machen. Und die Zwerge, habe ich sogar geschaut, waren auch das, was ich neu gemacht hätte müssen. Und da habe ich gesagt, da habe ich keinen Bock zu. Deswegen begrüße ich euch hier zu War Thunder erstmal. Und tut mir leid wegen das Opening. Nämlich auch diese Sachen sind weg, Opening, Ending. Deswegen, also das jetzige Opening und Ending ist eher mehr auf die Schnelle zusammengeklaubt worden. Ne? Habe ich gestern War Thunder ein bisschen gespielt für. Und hoffe, es ist besser als vorher. Vielleicht ist es ja. Ja, jetzt aber erstmal genug geredet. Wir wollen War Thundern. Kriegsdonner? Jedenfalls hat sich in den letzten 6 Wochen auch viel getan. Es gibt eine neue Nation, China, wo ich mir denke, dann können die gleich auch glatt Finnland reinschmeißen, weil China ist so ziemlich eine Kopie von anderen Nationen, am meisten USA und Russland, ne? T-26 M8 Greyhound bekannt. Ne, das sind alles russisch-amerikanische Fahrzeuge. Vielleicht auch ein paar Japaner, ne? Shihakai. Die wurden dann geklaut. Besser gesagt, ne? Das waren Beutefahrzeuge. So sieht es auch in der Luftwaffe auf. Gut, CM-11, ne? Ist eine chinesische Eigenproduktion, meine ich. Aber vom amerikanischen M60. Ihr seht hier, da ist eine gewisse Verwandtschaft bei. Und ZTZ 59, nein, wollen wir uns mal näher anschauen, kurz. Ist, glaube ich, vom T, ja, vom Russischen abgeschaut worden. Nur mit einer Veränderung, dieses Gitternetz hier. Das hier. Ja. Ich weiß auch nicht, was das ist.
Irgendwie, ja, scheint wohl ein Ersatzrohr zu sein, aber für was? Nicht für die Kanone, dafür ist es viel zu klein und viel zu schmal. Jedenfalls alles in der Regel Kopien der Russen und Amerikaner. Oder auch geschenkt bekommen, besser gesagt, weil während des Zweiten Weltkriegs oder kurz bevor die Japaner den Krieg gegen China, gegen die ganzen chinesischen Warlords angefangen haben, hatten die sich ja untereinander ein bisschen bekriegt, hatten niemals sowas eigenproduziert. Das hier ist jetzt das erste und einzige aus der eigenen Produktion, aber das ist auch ziemlich das letzte Flugzeug. Und deswegen findet man, als die Japaner aber den Krieg dann begonnen haben, um die Japaner dann etwas zu ärgern und denen Sanktionen aufzubrummen, und weil die Chinesen auch mit den Sowjets, jedenfalls die kommunistischen Chinesen, waren mit den Sowjets auf gutem Fuß, und die anderen chinesischen Staaten waren mit den Briten und mit den Amerikanern auf einem guten Fuß, und jedenfalls die haben dann den Chinesen diese Ausrüstung dann geliehen, geschenkt, Schrägstrich. Und die haben die dann auch genutzt. Paar, wie gesagt, hier auch KI, das sind dann von den Japanern Schrägstrich geklaut. Wie gesagt, in Klammern geklaut, Beutefahrzeuge, Beuteflugzeuge. Bei den Deutschen hat sich viel getan. Hier werden wir auch noch erstmal eine Weile bleiben, ne? Hier sieht's. Ja, finnisches Flugzeug. Uhu, uhu. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht wird Finnland nur in diesem Sinne als ne, als eine, ich sag jetzt mal, Randnote mit den Fahrzeugen da sein, aber es ist wenigstens da. Das finde ich schon mal geil. Flugzeuge technisch, ja, G91 aus Italien, das ist ein italienisches Flugzeug. Die Amerikaner, die haben jetzt auch die Phantom. Finde ich auch geil. Ich mag die Phantom. Keine Ahnung, ich finde die vom Aussehen her einfach so ziemlich geil. Ja, geiler noch, Bundeswehrkreuz, Richthofenabzeichen, das wäre noch geiler. Ja, also wenn da irgendwann mal die Deutschen das auch bekommen würden. Ah, da haben die das MG montiert. Ach du Scheiße. Huhuhu. Ja gut. Dort konnten sie es nur noch montieren, ne? Aber das ist ein anderes Video, irgendwann, wenn ich mit den Amerikanern mal fortsetzen werde. Helikopter haben sich auch geändert, ne? Bundeswehr hat jetzt auch den Tiger. Also sind da auf den derzeit modernsten Stand. Ist jetzt zwar nicht die modernste Tiger-Version, ich weiß jetzt nicht, was die. Ich kann mich mit Helikoptern nicht aus. Das ist nicht mein Fachgebiet. Aber wir verwenden zurzeit noch den Tiger mit dem Eurocopter, glaube ich. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Panzertechnisch nicht viel. Ostwind 2 haben wir bekommen. Einige Fahrzeuge, die sind hier an den Rand befördert worden, was ich ein bisschen verwirrend und ein bisschen auch scheiße finde. Was für ein Tiger ist das denn? Ist das der vom Autokarios? Oder ist das dieser Urtiger? Oder. Also, er sieht aus wie der normale Tiger. Hat auch alles beim Alten. Könnte auch dieser sein im den die im Museum Baltimore, Panzermuseum Baltimore jedes Jahr bei ihrer Vorführung zeigen. Kann nur durch einen Coupon gekauft werden. Ja, Panzer, Koelian und Tiger mit der 10,5 cm, an der ich noch weiter forschen werde, sind auch hier befördert worden. Man kann die aber scheinbar, sofern die
blau sind und nicht golden im Hintergrund. Und besoffen. Wenn man es versteht. Kann man die normal erforschen. Dafür haben wir aber jetzt noch eine M48A210, die C-Version bekommen. Und wo ist der Marder? Gut, es gibt den TAM. Ist deutsch aus deutscher Produktion für Argentinien hergestellter Panzer. Soweit ich weiß, wird er auch als leichter Panzer klassifiziert. Und den Begleitpanzer 57, deren Chassis basieren auf dem Marder. Flugabwehr-Raketenpanzer 1, auch Chassis auf dem Marder. Aber wo bleibt der Marder? Marder, Marder 1, Marder 1A2, nee, 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5. Wo bleiben die? Ne? Diese ganzen Versionen gibt es, auch mit Marder. Das war der allererste Marder, den die Bundeswehr hatte. Der wurde nur sehr schnell kampfwert gesteigert, so zum wurde er dann zum Marder 1. Und dann immer so weiter. Besonders Nostalgie würde bei mir 1A3 auslösen, weil ich selber mit ihm zu tun hatte. Das war das Kampffahrzeug, mit dem ich also gefahren wurde, mit dem ich Seite an Seite gekämpft, in Klammern gehabe, auf Übungen, etc. etc. Jedenfalls, Marine hat sich auch ein bisschen getan. Huhuhuhu. Also da dachte ich mir, holla die Waldfee, was gibt's denn da so Schönes, ne? Hier so hat sich bei mir auch was Neues getan, ne? Ich habe jetzt den Jaguar, das ist ein Bundeswehrschiff, Flottentorpedoboot, ein Zerstörer von 1939, T-31 und Admiral Hipper. Ja. Die haben jetzt einen schweren Kreuzer aufgefahren und ich habe den noch nicht gefahren. Ich kann ihn noch nicht testen, aber wow, er hat ein Flugzeug. Ich weiß nicht, ob man das nutzen kann. Aber wow. Also das ist quasi, glaube ich, auch so ein Zeichen an World of Warships. Hey, guck mal, wir sind noch hier. Wir sind für euch. Wir machen schon Dinge, die könnten gefährlich für euch werden. Ja gut, hier World of Warships hat da seine Stärken und Warthunder hat hier seine Stärken, ne? Ich finde geil, nämlich diese Kombination Flugzeugschiffe finde ich geil. Viel aus den Clan, World of Warships Clan, bei dem Zimtraucher und ich waren. Oder einer hat da spezifisch gesagt. So, wir sind bei den Fuego-Inseln. Wir haben hier den Jaguar erstmal genommen. Sieht erstmal nicht stark aus. Es hat keine Flugabwehrbewaffnung. Es hat nur diese zwei Kanonen hier. Und vier Torpedos. Aber nicht wundern, wenn ich dann so abgehackt bin. Das liegt daran, dass ich sämtliche Ladesachen. Ausnahme, wenn ich jetzt gleich sterben sollte und dann es lädt, wenn ich mir was Neues genommen habe, ein neues Fahrzeug, dann ist das mal eine Ausnahme. Sonst so sämtliche Ladesachen schneide ich weg. Warte, ich muss mal kurz was gucken. So ist es doch besser. Ich weiß auch nicht, warum das weg war. Okay, der Torpedo war scheiße gesetzt. Das liegt daran, dass ich ja mein Mauspad, Laptop-Mauspad abgedeckt habe.
Und diese Abdeckung behindert mich ein bisschen, wenn ich die Leertaste drücken möchte. Also ich sag behindert nicht, aber setzt sowas zum Beispiel sehr verfrüht an. Oh, der ist weg. Eigentlich müsste ich jetzt keine Herr der Ringe Musik auf meinen Musikplayer hören, hier am Ohr, sondern Fluch der Karibik. Ja, wie, das wollte ich euch auch noch gesagt haben, wie sieht es jetzt mit den Zukunftsplänen aus? Des Kanals. Warzone wird gespielt. Weiterhin fleißig. Und habe auch noch vor, Entschuldigung, wenn ich hier so manchmal so abschweife, aber dann bin ich mich in dem Moment ziemlich stark am Konzentrieren. Wie gesagt, War Thunder wird gespielt, wieder aktiver. Arma 3 hatte ich ja, glaube ich, gesagt, dass ich sowas machen werde. Der muss gerade leicht einstecken. Ganz leicht aber noch. Dafür sind jetzt meine Geschütze erhitzt. Überhitzt. Ancestor Legacy, vielleicht so Spieleabend mit Zimtraucher, dass wir mal sagen, hey, Freitagsabend, hey, komm, wir machen mal so einen Spieleabend raus. Also ein Spielematch. Dann wird das so ein bisschen zusammengeschnitten. The Hunter. Das ist vielleicht mit Kai. Den krieg ich noch. Den Zerstörer. Ja, das habe ich gehört. Mit Kai, vielleicht macht er es, vielleicht auch nicht, dann werde ich es auch alleine machen. Das wird dann auf jeden Fall auch dann so ein Spielerabendereignis sein, was auch dann, vor allem das wird dann zusammengeschnitten, weil The Hunter Call of the Wild ist eigentlich so ziemlich das langweiligste Spiel, was man sagen kann, aber es ist auch ein entspannendes Spiel und das ist immer geil und der Kai spielt das eigentlich ziemlich gerne, auch wenn das so langsam im Sinne ist und so träge ist, so spielt das eigentlich auch gerne. Wir haben bis jetzt nur einmal zusammen gespielt, danach selten, weil wir dann immer auch Arma spielen wir nämlich auch zusammen. Also vielleicht wird das auch so eine Sache mit Zimti und mit dem Kai. Logan spielt das leider nicht. Ich weiß nicht, ob der auch schon mal in den Videos vorkam. Aber ist auch einer, mit dem ich sehr oft spiele. Der hat aber erstmal bei mir noch den Ruf Teamkiller Nummer 1. Und der spielt, glaube ich, auch Ancestor Legacy. Und jedenfalls, wird das gemacht werden. Das Überraschungsspiel werde ich auch noch machen. Es wird heute Mittag. Also ich mache 4 War Thunder Videos habe ich vorgehabt. Wegen den 4 bei Deutschland in diesen 4 Kategorien. Marine, die ich da habe. Flugzeuge, Panzer. Okay, 3 Videos. Helikopter kommen ja irgendwann mal auch hinzu, aber die gehören dann, kommen zu den Panzergefechten. Warum darf ich hier nicht? Ah, doch, jetzt darf ich hier. Und
Ja, das Überraschungsspiel werde ich euch dann heute Mittag zeigen. Es ist ein kurzes Spiel, sage ich schon mal ab. Auch Multiplayer-mäßig. Es ist eigentlich ein Multiplayer, man kann das auch alleine spielen. Es ist aber die Stärke liegt ganz klar auf dem Multiplayer. Weg. Stimmt, den habt ihr auch noch nicht mitbekommen. Habe ich mir ja, als ich mal eine kleine War Thunder Pause gehabt habe, habe ich mir diesen Zerstörer hier geholt. Zerstörer, das ist geil. Ne, gut, du hast das verleiht irgendwie, also ich müsste mal so ein Tutorial-Video machen. Nicht wie es aus meiner Sicht optimal wäre, sondern wie es wirklich optimal wäre. Zu fahren, zu spielen. Gibt es zwar bestimmt auch viel, gibt es auch viele Videos zu, aber so ein Schiff hier, so ein Zerstörer, verleiht ganz oft einfach nur wie die da bei mir in der Ecke rumzupimmeln und nur ein bisschen mitzumachen. Das ist falsch. Und das hat mich gestern ziemlich gut aufgeregt, weil die Leute. Werde ich den gleich hier auch schreiben, den hier. Die nutzen eben die super geile Reichweite ihrer Schiffe. Ist schön, dieser Vorteil, ja. Aber, ihr seht, wir sind am Verlieren. Da darf man nicht mehr irgendwo in der Ecke rumpimmeln und sich den ein oder anderen mal rausholen. Das ist, ja, wird glaube ich wirklich mal dazu ein Tutorial machen, weil ey kommt gut, die haben sich jetzt doch bewegt, die bewegen sich doch, aber das ist, das sieht man ganz leider ganz oft, das ist schade. Warte, nee, den 20 mm mache ich auf. Ah, verdammt, hier wollte ich eigentlich mit Luftzielmunition bestücken, die ist, hat zwar Leuchtspur, ist aber dafür viel enger aneinander gesetzt und 20 mm, die haut mehr rein als die 7,95. Also als das Maschinengewehr. 7,92. Wow. Um die 0,03 mm. Das war glaube ich sogar richtig. Ja, das war richtig. Ne, weil hier, die Zerstörer da hinten. Gut, vielleicht sind sie gerade auch erst gestartet, aber das ist. Das verleitet einen gerne dazu, wirklich da irgendwo abzupimmeln. Und ich sag mal, wenn dann sogar noch Flugzeuge aus dem eigenen Team mithelfen müssen. So. Das ist armselig. Das ist gut. Jetzt hat mich der Clemson da bekommen mit seiner Flugabwehr. Das ist schwieriger. Gut, dieses Team hier, das muss ich jetzt da wirklich mal aus der Kritik rausnehmen. Die versuchen es, die versuchen es. Aber, das ist auch dann eine Schwierigkeit hier in War Thunder, die Kommunikation. Wir kommunizieren hier gar nicht. Die kommunizieren vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber, jetzt müsste eigentlich eine große Kommunikation zu unsererseits herkommen. Puh. Okay. Das ist jetzt, ne? Gut. Also, bis gleich im Hangar. Oh, da ist irgendwie eine Kiste, die ich aber nicht öffnen kann. Dazu braucht es bestimmte Schlüssel. Wie man die bekommt, keine Ahnung. Stimmt, ich habe noch nicht mal den Sowjets geschaut. Was es da Neues gibt an Fahrzeugen, Schiffen,
Flugzeugen. Aha. Ist mir jetzt gerade nur so eingefallen. Aha. Das ist nur ein Testfahrzeug. Kann man sich kaufen. Man kann es aber auch antesten. Luftwaffe. Okay, es werden dann wirklich nur 3 Videos heute. MiG 17. Kubanisch in diesem Sinne, ne? Ihr seht da neben den Rang Zeichen haben die jetzt auch wirklich die Flaggen angepasst. Von woher oder von woher diese die Fahrzeuge hernehmen, Flugzeuge. Ob es aus Finnland, Kuba oder so weiter ist. Neuseeland, Australien, Kanada haben die auch. Habe ich mir gedacht. Da. Helihopters hat sich nichts getan. Okay. Um dem Heer, also bei den Panzern. IS-7 ist hier an der Seite. Oh, Objekt 600. Ist ein Schwimmfahrzeug, diese Fahrzeuge, ja gut, BMP ist nicht, aber das sind Schwimmfahrzeuge. Ach du Scheiße, huhuhu. Warte. Okay, darauf warten wir gleich. Ich bedanke mich jedenfalls hier recht herzlich für das heutige Marine-Video. Wie gesagt, ich werde jetzt auch pro Tag hier in War Thunder dann dementsprechend Marine, Panzer und Flugzeuge separat als ein Video machen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, macht dem Video bitte einen Daumen nach oben, weil damit helft ihr auch diesem Kanal besser zu werden. Damit helft ihr mir auch besser zu werden. Ihr könnt es aber auch mir schriftlich, indem ihr es in den Kommentaren reinschreibt, was ich besser machen kann. Gut, die Leute, die ich auch persönlich kenne, die sagen mir das so, aber auch an denen schreibt das mir unten in die Kommentare lieber, weil dann sehen es wahrscheinlich auch andere und schreiben auch mal in die Kommentare. Ich weiß auch nicht, warum die sich zurückhalten und nicht in die Kommentare reinschreiben, also diejenigen, die es eben nicht tun. Aber tut das mal. Ich möchte wirklich, soweit es im Rahmen der Möglichkeiten geht, Verbesserungen hier durchnehmen. Und das geht wirklich nur, wenn wir auch untereinander kommunizieren. Ich fand es geil von Ruben TV, als er mir mal während eines Zwergenvideos geschrieben oder unter einem Zwergenvideo geschrieben hat, was ist eigentlich mit War Thunder? Machst du das eigentlich noch? Ich habe es sofort ihm schriftlich geantwortet, ich habe es aber auch in einem Video geantwortet, in einem Zwergenvideo. Ja, ich werde War Thunder weitermachen, ich werde auch andere Projekte machen, wie gesagt, das war ja im Sinne andere Projekte, aber ich werde auch War Thunder weitermachen. Hier ist War Thunder wieder, schreibt mir das unten in die Kommentare und entschuldigt mich auch wegen dem, falls das Opening und das Ending total kacke ist, entschuldige ich mich, das ist wirklich auf die Schnelle entstanden. Und ich wünsche euch aber auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Ja gut, herbstlich wird es. Es wird etwas kälter, es ist regnerischer. Aber es ist trotzdem geil. Ich gehe auch bei Regen gerne joggen, weil das hat sich bei mir etabliert, dass ich 20 nach 4 joggen gehe. Nachmittags. Und dann, das hat sich wirklich bei mir verfestigt, allmählich, dass ich um diese feste Uhrzeit joggen gehe. Also, vielleicht macht ihr es ja auch. Auf jeden Fall macht auch daraus was sehr Schönes. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis gleich.